Ahoi, liebe Campingfreunde oder Klör, nee, Post, liebe Campingfreunde, so heißt es, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. So, ich trinke erstmal was. Ja, Prost, genau. Heute geht es ein bisschen Basteleien wieder. Und um ein Upgrade um die Trittstufe. Und das sehen wir wann? Nach dem Intro. Neuer Tag, neue Motivation. Ja. Wir haben uns gerade mal das Material angeschaut, weil wir das Video schneiden wollten zu der Upgrade-Trittstufe und haben uns gedacht, nee, dreh mal lieber nochmal neu. Ja, da war die Motivation irgendwie schon im Keller, denn man hat den ganzen Tag da gebastelt und wir haben auch viel erlebt an dem Tag. Also war das doch sehr anstrengend. Und wir haben im Nachgang mitbekommen, dass die eine oder andere Lösung, die wir da noch besprochen haben, so gar nicht funktioniert hat. Denn wir hatten das Problem, dass die Leuchte, um das jetzt mal aufzusehen, also was haben wir gemacht? Wir haben einmal die Trittstufe beleuchtet. Genau. Und eine automatische Einziehhilfe. Ja, also den Summer im Prinzip in einen automatischen Einzug verwandelt, sage ich mal. Weil den Summer kennen wir alle, der ist doch schon ganz schön nervig. Genau, bei Malibu ist das ja im Best Grand in Class ja nicht inkludiert, wie bei vielen anderen und Billigmarken, wo man es kennt, wo, wenn du den Motor startest, auf jeden Fall die Trittstufe einfach reingeht, genau, wie es sein sollte. Und nicht dieses, wo man sich denkt, na vielen Dank. Und wieder, das ist auch nicht bewährt, geht halt vielleicht auch nicht so schnell kaputt. Muss man auch wiederum dazu ja, sagen. Ja, aber trotzdem, es ist doch einfach nervig und es ist auch nicht viel teurer eigentlich. Wir haben auf jeden Fall uns diese Arbeit gemacht. Wir haben jetzt schon ein paar Tage damit verbracht und ich bin jedes Mal wieder glücklich, dass ich das umgebaut habe. Auch wenn es viel Aufwand war und es war auch eine ganz schöne Anstrengung, die ganzen Kabel durchs Auto zu verlegen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und deshalb von vornherein gleich eine Triggerwarnung. Man muss schon ein bisschen Ahnung von Elektrik haben. Also genau. Es ist keine 0815 Sache. Also das Licht vielleicht noch, aber allein glaube ich, das mit dem Ausbau. Also das Problem ist auch beim Licht, das kann man elektrisch, ist es kein Problem, kann man im Prinzip anschließen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wo man das am besten anschließt. Für das Relais wird es schon doch ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich auch zusätzlich noch Leitung verlegen, also die muss man halt auch gucken, weil unterm Boden durch, wo es vielleicht das Original gelegt wäre. Da kommen wir gleich zu. Genau, wäre ist das halt nicht mehr gegangen. Deshalb, also da müsst ihr wirklich, ein bisschen Know-how ist dann notwendig. Ist nicht so wie meine USB-Dose einzubauen, ist es schon ein bisschen mehr. Ja. Ja, und da gehen wir jetzt durch, Stück für Stück, was müsst ihr machen, damit es nicht mehr Möp macht und damit es Licht draußen gibt, und zwar an der Trittstufe. Das sehen wir gleich. Den Einbau werden wir einfach ein bisschen auf Bildern, haben wir den festgehalten. Das heißt, wir blenden euch immer mal wieder Bilder ein. Ich erkläre, was ich in einzelnen Schritten gemacht habe und dafür zeigen wir dann halt dementsprechend die Bilder dazu. Ja, als allererstes habe ich erstmal den Schalter rausgenommen, wo die Trittstufe nämlich verbaut ist. Wir haben diesen Schalter auch gleich dabei gedreht, weil wir wollten im Prinzip nicht, dass der von oben nach unten schaltet, sondern seitlich schaltet. So ist es da auch ein bisschen instinktiver, dass du sagst, jo, die Trittstufe fährt aus, wenn du in Richtung raus drückst und die Trittstufe fährt ein, wenn du in Richtung rein trittst. Wir sind nämlich zu blöd, hoch und runter zu drücken. Ja, aber es runter, raus und hoch, rein, glaube ich. Das hat immer irgendwie nie bei uns so richtig geklappt. Auf jeden Fall müsst ihr daran, denn da von dort aus müsst ihr zwei Kabel ziehen. Die braucht ihr für die Steuerung oder beziehungsweise für die Trittstufensteuerung, nämlich für das Relais. Die sollten auch dementsprechend ein paar Quadratmillimeter haben. Ich glaube, ich habe 1,5 genommen. Das ist dann ausreichend, um auch die 20 Ampere, wie es abgesichert ist, da durchzujagen. Da muss man halt drauf aufpassen. Deswegen sollte man sich auch mit Strom ein bisschen auskennen. Das Ganze habe ich dann, ja, wie soll ich sagen, einfach an der Seite hinten, wo der Kabelkanal ist, weiter verlegt und habe dann im Prinzip, bin dann runtergegangen am Rohr in der Spüle, genau, im Prinzip im Abwasserrohr bin ich dran lang runtergegangen und habe dann nach hinten rausgebohrt. Denn wir haben unser Kabel im Prinzip hier unten an der, das blenden wir euch jetzt auch nochmal ein, an der Schiebetür lang gelegt. Darunter geht es nämlich, da läuft im Prinzip dann die Schiebetür lang, aber das ist noch genug Platz, um dort auch noch zwei Kabel dran zu legen. Was ich aber in dem gleichen Atemzug gemacht habe, ist, wir haben diese, die Trittstufe noch beleuchtet,
Das Bild seht ihr auch noch. Das haben wir also in eine Leuchte reingesetzt. Und ich habe im Prinzip von unten unterhalb das Kabel verlegt und bin dann einmal durchgestoßen. Also sprich, habe dann ein Loch durch die Karosserie nach oben hochgebohrt, auch in die Kiste, wo die Spüle drinne ist, und bin mit diesem Kabel gleich mit da durchgegangen. Damit wir das nicht doppelt machen müssen, haben wir im Prinzip vier Kabel dort jetzt langgelegt. Das Lichtkabel ist natürlich ein bisschen ja, schwächer, sage ich mal. Ich glaube, da habe ich 0,75 Quadrat genommen. Das reicht für die LED-Beleuchtung mal ganz locker aus. Und als ich dann im Prinzip hier im Beifahrerbereich angekommen bin, gab es dann im Prinzip eine Trennung. Nämlich einmal mussten wir hier hoch zur Säule da oben hin, und zwar zu der Lampe. Wir wollten nämlich unsere Lichtleiste damit angeschlossen haben an der Lampe, die wir hier sowieso im Inneren schon haben. Da kann man nämlich einmal auf Dauer anschalten, wenn das Fahrzeug nicht irgendwann dann abschaltet. Und das zweite ist, wenn die Türen aufgehen, also das heißt mit den Türen auf und zu, kann man das Ganze auch betreiben. So eine Art Coming-Home-Funktion. Ja genau, wenn du den Schlüssel bewegst, also Schlüssel benutzt und aufschließt, dann geht die Leuchte da hinten auch mit an. Natürlich im Inneren auch, aber das wollten wir ja auch. Wir wollen ja im Inneren dann Licht haben als auch außen. Falls du mal eine Pfütze davor hast, damit du die vorher siehst und nicht reinklatscht. Richtig. Gibt nämlich Mecker von ihm, wenn ich hier Dreck mache. Richtig, genau. Da gibt es dann Mecker. Nein, also, das heißt, da gab es die erste Trennung, und dann mussten wir noch eine Leitung hier einmal quer durchlegen, weil wir im Prinzip hier unter den Fahrersitz mussten. Ich wollte da unter den Fahrersitz das Relais verbauen, weil man dann später auch für eine Revision, wenn das mal kaputt ist und so weiter, auch einfacher rankommt. Und ich habe dort auch alle Signale, die ich brauche. Denn ich brauche auch noch ein Zündungssignal, was dann im Prinzip das Relais schalten lässt, dass die Trittstufe auch einfährt. Und das Ganze und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, wenn solange die Zündung, wobei die Zündung ist es gar nicht, sondern der Motor soll laufen, wenn der läuft, erst dann kommt das Signal da drauf. Und auch erst dann fährt die Trittstufe ein, nämlich gar nicht bei der Zündung. Das ist ja Quatsch, weil sonst würdest du vielleicht mal eben schnell Zündung anmachen, um mal was zu gucken, und dann fährt die Trittstufe ja schon ein. Das wollten wir eben auch nicht. Also das heißt, da haben wir auch darauf geachtet, dass das eben nicht passierte. Auf jeden Fall haben wir dort alle Signale vorliegen, und deswegen sind wir auch bis dort mit den zwei stärkeren Leitungen dann durchgegangen. Ja, diese ganzen Leitungen werden im Prinzip an die Schalter, also an den Schalter, und dann im Prinzip an dieses Relais angeschlossen, wo dann im Prinzip der Strom drüber vergeben wird und dann im Prinzip auch das Ganze drüber automatisch einfahren kann. Es gibt natürlich da eine ausführliche Anleitung dazu, die man dazu bekommt, wenn man dieses Relais nachrüstet. Das muss man auch dazu sagen. Und den Link zu dem Relais ist in der Videobeschreibung mit drin. Genau, richtig. Und da habt ihr dann auch den Stromlaufplan für diese ganzen Schaltungen. Da werde ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, denn das macht ja keinen Sinn. Genau, ja. Und das war es eigentlich auch schon. Das war es fast. Wir haben natürlich statt des Summers haben wir eine LED-Kontrollleuchte eingebaut. Und die bin ich dann im Prinzip von der Fahrerkiste nochmal raufgegangen. Und zwar beim Sicherungskasten lang. Also im Prinzip die Säule dann da hoch, das ging auch ganz gut, Verkleidung auch wieder ab und habe dann da im Prinzip diese Leuchte eingebaut. Wie das Ganze aussieht, wenn es dann im Prinzip einfährt, das seht ihr jetzt auch nochmal. Da seht ihr dann im Prinzip, die Leuchte leuchtet dann, wenn das Fahrzeug gestartet wird, und wenn es dann eingefahren ist, dann erlischt diese Leuchte. Und dann wisst ihr auch, die Trittstufe ist eingefahren. Das ist wichtig, damit dann auch der Motor nicht überhitzt, falls es doch mal eine Blockade an der Trittstufe gibt oder sowas, weil ansonsten würde der Strom ja immer weiterlaufen, und das ist dann für den Motor dann auch nicht so gut. Es kann ja auch sich mal verhaken oder was auch immer. Also das heißt, die Kontrollleuchte ist schon gar nicht ohne Grund dann da eingebaut. Ja, es bedeutet, wenn man das nachrüstet, erstmal das ganze Auto einmal auseinandernehmen. Das kann ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Deswegen ist es ja auch so, wäre es so schön, wenn es ab Werk verbaut ist, weil es ist einfach ein Mordsaufwand, das Ganze nachzurüsten, und dieses Relais, denn die Leitungen liegen eh alle da, das Relais kostet wirklich, ich glaube, mit Versandkosten 18 Euro oder sowas. Also diese 18 Euro können auf den Kaufpreis von dem teuren Auto noch drauf. Ja, wieso? Da stört das nicht. Ist ja nicht so wirklich, weil dafür kommt ja dieses, kannst du wieder einsparen.
Naja, gut, der Summa, der kostet aber auch nichts, sage ich mal. Ja. Also, Doch, die müssen ja immer der eine, ist noch die billiger. müssen Da. aber, die müssen jedes Mal eine Ente quälen, damit er mäh bekommt und seine Ente gequält Genau. wird. Nein, dafür rechne ich jetzt im Prinzip die Kontrollleuchte nicht mit ein, weil die Kontrollleuchte, die können sie gleich mit verbauen, statt des Summers. Also, das würde sich dann im Prinzip ergeben. Aber wie gesagt, es wäre halt schon schön, wenn man das gleich ab Werk macht, weil dann kann man das auch gleich vernünftig unter dem Boden lang führen, was du im Nachhinein ja nicht mehr machen kannst. Oder nicht mehr so einfach. Da müsstest du noch viel mehr auseinandernehmen. Nachdem Stefan jetzt das Schnütchen nicht halten konnte und wirklich losgelegt hat, bis zum geht nicht mehr, was aber verständlich ist, weil das war wirklich schwierig. Man muss sich vorstellen, es ist fast 2 Monate wieder her, wo Stefan das eingebaut hat. Das Revue passieren zu lassen, ist gar nicht so einfach. Deshalb habe ich ihn jetzt auch so reden lassen. Ihr habt ja ein paar Bilder bekommen. Ihr seht jetzt nochmal wirklich diesen Blitz, nee, der Splitscreen, wenn man so will. Bild geht an, also Leuchte geht an und gleichzeitig die Trittstufe fährt ein. Haben wir ja extra mal extra gedreht dafür, ne, damit ihr das einfach sehen kann und auch wie schön diese Leuchte leuchtet. Das ist echt toll gewesen. Das haben wir ja schon. Ich überlege gerade. Das haben wir noch nicht in Wilhelmshaven gehabt. Das hast du erst später gemacht. In Wilhelmshaven haben wir nur die LED-Leuchte oben gehabt. Das ist schon was Richtig. Schönes. Aber allein die Trittstufe, damit du auch weißt, wo du hintrittst und ist überhaupt ausgefahren. Im schlimmsten Fall ist sie gar nicht ausgefahren und du. Oh, hoppala. Das passiert nicht mehr. Ja, das sind so unsere Upgrades für die Trittstufe. Und das sind eigentlich, ist das der Abschluss unserer sämtlichen Upgrades, die wir hier gemacht haben? Ja, es wird jetzt nur noch verkleine, also Kleinigkeiten geben, wie vielleicht ein Teppichbelag hier vorne im Fahrerhaus, hier im Wohnen, also wie heißt das schön, Dinette-Bereich, dass man da nochmal was macht. Aber das Gegebenenfalls kommt. noch eine zweite Kamera, das wissen wir aber noch nicht. Ja. Jetzt bereiten wir uns erstmal auf unseren schönen Trip vor. 3,5 Wochen wollen wir wirklich einfach mal jetzt erleben, Reisevlogs machen, bis zum Gehen nicht mehr. Genau, nach Norwegen, Genau, also. und ein Video werden wir da drehen, auf jeden Fall zum Thema sämtliche Upgrades. Jetzt ist alles drin, was wir brauchen. Wir gehen das einmal durch, zeigen euch alles, was wir jetzt hier geändert haben. Also unsere Modifikationen, damit es zu unserem Malibu Van ist. Und das ein oder andere werden wir mal immer so einen Seitenhieb wahrscheinlich geben, wo wir sagen könnten, das hätte automatisch drin sein können. Und dann wäre es Best Van in Class. Aber ich habe ja gehört, ich habe in der die aktuelle, schon gar nicht, die letzte aktuelle Promobil gelesen, Genau, es verspricht zumindest gute Nachrichten. zumindestens bei den USB-Dosen soll Malibu doch endlich mal ein bisschen erwachsener werden. Wir sind gespannt. Ab nächstem Modelljahr. Aber wir lassen uns überraschen, ob es auch wirklich umgesetzt wird. Genau, weil viel haben sie schon geredet, getan haben sie wenig. Das soll es jetzt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wie das mit dem Licht, wenn ihr da Detailfragen habt oder halt auch mit diesem also dem automatischen Einzug der Trittstufe, einfach rein in die Kommentare. Stefan wird die dann schon beantworten. Also sprich, er sagt mir, was ich schreiben soll. Und dann geht das einfacher. Und gegebenenfalls trefft ihr uns mal und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Was nicht geht, ist, dass ihr das Material kauft und dann Stefan baut das mal ein. Nö, das wird dann. Das kam auch schon vor. Ja, ich habe Spaß beim Basteln, aber es ist halt einfach so, es ist nicht mein Auto und wenn ich dann doch irgendwo was kaputt mache und so weiter, muss man auch immer bedenken, dass ich das bei meinem Auto, ich sag mal, dann vertreten kann, aber Genau, bei jemand anders du nicht. kannst vielleicht anleiten und machen müssen sie es selber. Genau, genau. So, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.